Stop and Go. Die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Auf der S234 zwischen dem sogenannten Brandenburger Tor und der Abfahrt zum Gewerbegebiet Neuwiesebergen kommt es zu Behinderung. Hier werden Bäume gefällt für die geplante Sanierung des Deiches der Schwarzen Elster. Während der Arbeiten regelt eine Ampel den Verkehr. An der B96 zwischen Großerchen und dem Abzweig Neubuchwalde wird der Deich instand gesetzt. Die Straße ist halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt hier den Verkehr. An dem Kreuzungsbereich der S94 zwischen dem Parkplatz an der A4 bei Burkau bis zum Abzweig Straßgräbchen gibt es eine Sperrung. Pflasterarbeiten werden hier durchgeführt. Die betroffenen Abschnitte sind während der Baumaßnahmen halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt auch den Verkehr im Baustellenbereich. Die Brücke auf der S100 über dem Bindebach zwischen Königsbrück und dem Neukircher Ortsteil Keutsch ist voll gesperrt. Die Brücke wird neu gebaut. Umleitungen sind über die S94 und 95 sowie die B97 ausgewiesen. Im Kamenzer Ortsteil Bernbruch laufen Erschließungsarbeiten für ein neues Gewerbegebiet. Die Nordstraße ist allerdings auch nur, wenn gearbeitet wird, in Teilabschnitten vollgesperrt. Die entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Im Pulsnitzer Ortsteil Friedersdorf ist die Königsbrücker Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Der Bahnübergang zwischen Losa und Friedersdorf wird ab Montag nächster Woche, also dem 13. Februar, voll gesperrt. Grund hier ist ein Umbau. Auch hier sind die Umleitungen ausgeschildert. Für den Osslinger Ortsteil Döbra ist ebenfalls ab Montag eine Vollsperrung angekündigt. Hier wird auf der Mühlstraße mit dem Neubau der Kanalisation begonnen. Betroffen ist auch ein Abschnitt der Landstraße nach Schönau. Die Umleitung erfolgt auch hier über die S94, 95 und die S97. In Spremberg ist die Friedrichstraße vom großen Kreisverkehr in Richtung Berliner Kreuzung wieder frei. Die Bogen- und Karl-Marx-Straße bleiben aber Sackgasse. Lkw müssen den Bereich weiterhin großräumig umfahren. In Senftenberg ist die Karlauer Straße in Teilbauabschnitten zwischen der Einmündung Spremberger Straße bis zur Grenzstraße gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Stop and Go. Die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region.